Könnte passen. Der Algencontainer blockiert die Tür. Jetzt müsste es gehen. Brauchst du Hilfe beim Tragen? Danke, geht schon. So, und jetzt? Gleich haben wir's. Hast du das nicht schon mal gesagt? Ja, aber gleich haben wir's wirklich. Okay, wir haben die Alge. Jetzt nichts wie weg hier. Von hier an übernehme ich. In Ordnung. Aber seien Sie bitte vorsichtig. Wo habe ich das schon mal gehört? Bent, kannst du mir helfen? Komme schon. Oh Gott, seien Sie bitte vorsichtig. Das sieht gefährlich aus. Ja, ja, keine Angst. Ein Aktenschrank. Gerissene Kabel. Ich hoffe, sie stehen nicht unter Strom. Stehen sie stabil? Der Schrank tut es jedenfalls nicht. Es geht schon. Völlig übergeschnappt? Sie hätten abstürzen können. Alles in Ordnung.
Was haben Sie jetzt schon wieder vor? Moment. So, Sie kommen da jetzt sofort runter und lassen mich das machen. Oh, vertrau mir doch einfach mal. Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Hören Sie, ich hab genug von Ihren... Und hör endlich auf, mich zu siezen. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Mann! Viel zu heiß. Erst verbrenne ich mich, dann stürze ich ab. Kannst du das Gerät neben dir ausstellen? Sie wollen, dass ich die Heizung runterdrehe? Nein. Du willst, dass ich die Heizung runterdrehe. Du. Ha, Sie spinnen doch. Also gut. Du spinnst. Jetzt stimmt's. So, die Heizung ist aus. So, der Strom ist aus. Du kannst jetzt über das Geländer nach oben klettern. Ich klettere schon mal vor. Wir treffen uns dann oben wieder. Alles klar. Geben Sie auf, Dr. Svensson. Ich bin zwar der Lakai eines skrupellosen Energiemoguls, aber Sie sind kein James Bond. Kommen Sie da raus, aber brechen Sie sich bitte nichts. Wo ist mein Sohn? Dr. Svensson 2 residiert angeschossen und flennt unten bei der toten Miss Hinrichs. Ich lasse Sie gern zu ihm. Aber vorher überreichen Sie mir die Alge. Ich versichere Ihnen, sie wird sich ganz ausgezeichnet in der Orchideensammlung meines Klienten machen. Waren Sie schon mal in Brasilien? Scheren Sie sich zum Teufel! Wir werden ja sehen, wer zuerst da ist. Leben Sie wohl, Mr. Bent. Duwe? Verschwinde hier! Hau ab! Ich komme runter. Oh, mein Rücken. Bent? Wo bist du? Hier oben. Ich bin hier oben gelandet. Kümmere du dich um meinen Sohn. Ich suche einen Weg, wie wir hier wieder rauskommen. Verstanden. Ich nehme Ihren Schal mit, aber sonst möchte ich Sie nicht durchsuchen. Mit dem Schal kann ich die Stange irgendwo festbinden, aber was dann? So, da wäre ich wieder. Duwe! Faye! Ich glaube, ich hab's! Ich habe die Schläuche so umgesteckt, dass das H2 zurück in die Algenfarm gepumpt wird. Ich verstehe gerade gar nichts. H2 ist leichter als Luft und viel leichter als Wasser. Oh, bravo, Bent. Jugend forscht im Angesicht des Todes. Deine Studenten wären begeistert. Hört zu! Ich habe uns gerade einen Fahrstuhl gebaut. Das Gas wird die Algenfarm nach oben treiben. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist durch die Schleuse in die Farm zu klettern, bevor sie sich abkoppelt. Ich schaff das nicht so schnell. Ich habe ein gebrochenes Bein vergessen. So, und da kommt jetzt die gute Faye ins Spiel und schient dein Bein. Halt still. Gleich sind wir hier raus. Ah, ah, ah.